Liebe Kolleginnen und Kollegen von Weiland, liebe Gelsenkirchner und Gelsenkirchnerinnen, es ist ein Skandal, dass der Weiland-Konzern sein Werk in Gelsenkirchen platt machen will. Weiland macht erhebliche Gewinne. Die Manager haben sich jahrelang hohe Gehälter ausgezahlt. Jetzt sollen 200 Beschäftigte in Remscheid ihre Arbeit verlieren. Die Produktion soll in die Slowakei verlagert werden, um noch höhere Renditen zu erwirtschaften. Ich sage ganz klar, Menschen vor Profite. Als Linke stehen wir hinter den Forderungen der Belegschaft. Das Werk Gelsenkirchen muss bleiben. Die Jobs an beiden Standorten müssen gesichert werden. Im heutigen Kapitalismus werden Belegschaften rund um den Globus gegeneinander ausgespielt, um Löhne zu drücken, um die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Als Linke kämpfen wir für einen Ausbau der Mitbestimmung und wirkliche Demokratie in der Wirtschaft. Die Beschäftigten müssen ein Vetorecht gegen Standortverlagerungen haben. Die Landesregierung ist in der Verantwortung, Arbeitsplätze und gesellschaftlich sinnvolle industrielle Produktion zu fördern. Aber staatliche Unterstützung muss die Beschäftigten unterstützen, nicht die Aktionäre. Gelder vom Staat müssen an den Halt von Arbeitsplätzen gebunden werden. Der Staat könnte durch die Förderung von Eigentumsanteilen der Belegschaft den Einfluss der Beschäftigten auf das Unternehmen stärken. Die Linke sagt, sichere Jobs bei Weiland, das muss drin sein. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem alternativen Kongress am 19. März und viel Kraft für den Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze.